Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Ich weiß, ich habe ein bisschen Zeit gelassen und hat Gründe. Ich muss sagen, es war ein bisschen demotivierend, dass man momentan die Brücken so extrem schwierig bauen kann, beziehungsweise wenn sie in die Tiefe gehen sollen. Das war ein richtig großer Downer für mich. Und dann noch ein, zwei Bugs, die doof sind, beziehungsweise das mit der Brücke und mit den Weichen ist wohl immer noch nicht ganz behoben, aber das ist jetzt mal etwas, was mich gerade weniger stört, mehr das mit den Brücken. Aber die eine Brücke hier, die habe ich jetzt endlich hinkriegt, dass ich sie so bauen kann, wie ich das wollte. Unten hat es ein bisschen ein Fundament, es ist mehr so Mittel zum Zweck. Ich bin nicht ganz davon überzeugt, aber es reicht erstmal. Weil leider hier die Stelzen hier nicht ganz nach unten gehen. Die hören eigentlich quasi da auf, wo hier das Fundament anfängt. Und um eine Brücke so zu bauen, muss man quasi die Brücke drunter bauen, anstatt wie das Fundament, wie vorher. Ist sehr mühsam. Ich werde das dann auch bei Gelegenheit mal zeigen. Aber so wie die jetzt aussieht, würde ich sagen, bin ich erstmal zufrieden. Wir können uns das auch mal von oben anschauen. Ja. Ich würde sagen, das passt. Okay, dann müssten wir eigentlich nur noch auf der anderen Seite runter. Aber bevor wir das machen, gibt es noch eine andere Erneuerung. Mittlerweile ist auch ein Patch rausgekommen, der jetzt eine neue Drehscheibe drin hat. Die große, wo auch die großen Loks drauf passen. Und endlich ein Bufferstop zum Schluss. Dass wir hier wirklich mal einen halbwegs sauberen Schluss machen können. Der schaut halt ein bisschen billow aus, aber besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Gut, dann gibt es auch bei Railroads Online Extended ein kleines Update, denn ihr sitzt schon in der Minimap. Wir sehen jetzt endlich die Schienen. Das ist mega cool. Also mit dem neuen Splines Update haben wir jetzt hier wirklich die visuelle Darstellung. Das ist super cool. Und so wie es aussieht, ich glaube, die Weichen kann man nach wie vor nicht stellen. Ah, doch. Ja, macht's. Cool, das geht jetzt auch wieder. Ja, da sehen wir hier das schöne Layout. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, dass die Strecke, die was von da so noch rüber geht, ob man das nicht hier ein bisschen parallel ziehen und dann hier so runterfahren und dann da reingehen. Anstatt, dass wir das auf der Seite entlang gehen. Aber das ist ein späteres Projekt. Ansonsten eben hier unsere Hauptstrecke. Und den ganzen Part hier, den will ich neu machen. Das habe ich ja eh schon gesagt. Ich will dann hier da oben entlang fahren auf dieser Höhenebene. Und da so drüber. Aber da die Brücke zu bauen, das wird sehr mühsam werden. Ja, und ihr seht, ich bin nicht da runter, wo die eigentlichen Entwickler runtergehen würden. Sondern ich bin auf der Seite hier runter. Weil ich einfach hier das mit dem Kurvenradius nicht anständig hinkriege. Jetzt bin ich hier runtergefahren und ich hoffe, wir kriegen das hier mit der Kurve irgendwie anständig hin. Das wird eng werden. Eventuell habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht hier so reinfahren, mit einer Spitzkehre, und dann hier so zurück reinfahrt. Das wäre ein bisschen mühsam, aber es wäre eine Möglichkeit. Ich würde sagen, ich zeige euch mal, was ich da so bastelt habe. Und ja, das war die alte Strecke. Da steht momentan ein Teil vom Zug. Den muss ich dann noch auf das neue Gleis hier hinbringen. Okay. Also, da haben wir unsere Lok. Ich glaube, es müsste mittlerweile kalt sein. Da das alte Gleis hier hinten. Müssen wir dann die Wagen herholen. Und dann geht es hier so sanft nach unten. Ich will halt wirklich schauen, dass ich vom Kurvenradius nicht irgendwie unter 100 komme, wenn möglich. Dann habe ich hier so ein bisschen ein Fundament hier drin. Was ich jetzt mal machen werde, ist, ich werde mir mal kurz einen Cheat geben. Und zwar Fast Speed. Das ist einfach praktisch. Ja, da geht es dann hier gleichmäßig runter. Da haben wir schon die Industrie. Und dann geht es von einer Brücke quasi in die nächste hier rein, bis wir dann hier unten auf Bodenkontakt sind. Okay. Okay, ja, mal ganz kurz auf die, ja, Moment mal. Hey, ist das neu?
Jetzt wird angezeigt, wo wir sind. Mit dem Pfeil da oben. Cool. Cool. Ja, ich würde sagen, wir fahren hier ein bisschen gerade raus und dann machen wir hier mal die Kurve. Ich glaube, wir könnten hier schon mit dem normalen Fundament weitermachen. Also sprich mit dem normalen Gleisbett. Zirkelmodus. Oh ne, wir müssen hier ein bisschen nach oben, so wie es aussieht. Prozent hier nach oben. Will ich das machen? Ah, das sieht dann aber auch wieder doof aus, wenn man hier nach unten fährt. Und dann wieder nach oben geht. Ich glaube, wir werden hier mit dem Fundament weitermachen. Race, yes, please. Sieht es aus, wenn wir hier noch gerade fahren? Ja, das sind wir jetzt. Warte mal, habe ich noch die Steigung hier drin. Wir könnten da minus 2 machen. Wie sieht das aus? Okay, und dann geht's dann hier unter. Ich glaube, das machen wir. Minus 2 hier nochmal. Dann einmal minus 4. Ist hierhin. Plus minus. Normaler Gleiskörper bitte. Dann hier gerade. Vermutlich sind wir jetzt hier ein Ticken zu hoch. Wenn ich das Gleis hier so normal platziere. Wie hoch sind wir dann? Ja, es ist krass, so großer Unterschied, aber ein bisschen weiter nach unten können wir noch gehen. Das sieht beschissen aus. Okay, das müssen wir gleichmäßiger machen. Soll alles gut aussehen hier. Minus 2. Ich würde sagen, so. Kommt das jetzt hin von der Gleishöhe? Nur so. Ja, ich glaube, das passt relativ. Okay. Und einmal gerade. Dankeschön. Fast ein bisschen zu tief jetzt. Wir könnten auch ein bisschen cheaten. Ich halbwegs ausgerichtet. Sind wir jetzt hier auf der Spielhöhe? Was ist, wenn er dich ver. Oh, Scheiße. Da hinten ist schon Ende auf der Line. Ich glaube, das wird nichts mit der Kurve ab hier. Will ich nur mal schauen, ob ich dich verbinden kann. Naja, bin immer noch nicht ganz happy. Aber das muss erstmal reichen. Okay, Kurventest. Zirkelmodus. Mit maximal 100. Ah, ja, das dachte ich mir. Shit. Was bräuchte ich für einen Radius? Mit 80 geht's auch nicht. Da muss ich viel früher anfangen. Am besten schon, wenn wir hier runterfahren, dass wir die Kurve machen. Okay, das war jetzt alles für die Katz. Schauen, was ist, wenn wir es ab hier machen?
Mal kurz hier das Steinfundament. Wenn ich die Kurve mit dir mache. 100. Komm ich nicht dahin, wo ich hin will. Was Spiel, komm, zieh mal her. 80. Nö, das geht sich nicht aus. Scheiße, Dreck. Doch weiter hinten anfangen. Abreißen. Ihr müsst jetzt aber dann reich. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Okay. Wall. Ja, so komme ich jetzt rum. Okay, wir machen den Radius mal auf 95. Schmerzgrenze. Wie sieht das aus? Wir haben keine Kollision. Gehen auf 2 runter. Okay, dann können wir da jetzt mit dem normalen weitermachen. Okay, gerade. Könnte das jetzt klappen? Ja, so wie ich mein Glück kenne, vermutlich nicht. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das gäb's doch nicht. Das reicht also auch nicht. Soll man das vielleicht wirklich mit der Spitzkette machen? Dann fahren wir hier so geradeaus rein. Und hier irgendwo den Weichenbereich. Und dann fährt man dann hier rückwärts so rein. Und da hinten so raus. Ja, dann können wir es aber vielleicht ganz anders machen. Wir fahren hier nach rechts rein. Machen hier vielleicht irgendwie so eine Abstellgruppe. Und dann geht es hier noch. Also, das wird es. Ja, doch hier so rechts rein. Und dann geht es hier mit einer Linie hier dann so nach hinten rein. Warum eigentlich nicht? Ich werde zwar lieber so rumfahren und dann da rein. Aber okay, machen wir es mal anders. Hallo? Achso, jetzt. Abreißen! Einmal den ganzen Quatsch hier bitte weg. Okay, dann die Kurve nach rechts. Gehen wir damit 100. 2 nach unten. Haben wir da irgendwo eine Kollision, wenn wir das machen? Yes. Hier. Da kommen wir mal sogar ein bisschen in den Boden rein. Also das heißt, wir müssen hier erstmal ein Stück gerade fahren. Bisschen nach unten. So. Kann man hier den Berg nicht touchieren. Und jetzt maximal 100 nach rechts. Ja. Na komm. Bitte einmal snappen. Hallo.
So, und ab hier mit dem normalen Gleis weiter. Ich glaube, auf der Höhe bleibt jetzt. So, von hier schön weiter. Okay, wo sind wir jetzt gemäß Karte? Hallo? Was denn jetzt? Okay, F1, Karte bitte. So geht die Karte jetzt nicht komplett auf. Okay. Das spinnt jetzt gerade irgendwie. Wie mache ich das jetzt mit den Weichen? Mal kurz überlegen. So, und von da aus dann mit Tour. Und hier ein bisschen eine Abstellung. Ein Kopfgleis auf der anderen Seite. Wieso? Falsche Weiche. Ich hätte gern dich. Möchte ich das so haben? Drei Gleise, warte mal, wir haben jetzt hier. Das muss ich dann alles ein bisschen in der Kurve hier drin machen. Fangen wir doch gerade mit dem äußersten Gleis hier an. Wobei, ich muss hier nicht zwingend 100 machen. Ich kann das hier ein bisschen ausnutzen, bevor es da runter geht. Ja, da kommen wir dann zum Wasserfall. Also sehe, wie man sagt, bis hierhin Kurve. 50 und dann geht es hier geradeaus weiter. Dann ist hier Dead End. Okay. Aber ich muss das gerade bei den anderen Gleisen auch noch machen, damit ich das mit dem Winkel drin habe. 150. Damit das hier alles gleich ist. Und da unten bitte. Ja, wobei gleich ist relativ. Das mache ich noch anders. Aber so ungefähr, dann haben wir hier quasi so Abstellgleise und vorne kommen wir dann irgendwie wieder zusammen. Ich muss mir dann überlegen, wie ich das mache. Der Baum hier abholzen. Ich muss jetzt hier erstmal weg. Okay, ich hätte jetzt trotzdem gerne nochmal Raybots Online Extended. Mal kurz so hier angucken. Ja, spannend. Das wird witzig, wie wir dann hier noch irgendwie zusammenkommen werden. Aber ich glaube, die Position hier von der Weiche ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt fahren wir hier dann zuerst mal hier so rein. Wir könnten erstmal hier so eine Gerade machen. Wir machen hier gerade noch mal eine Weiche, die dann andererseits für die Gleise hier runter geht und einmal für die Seite. Dann kann man theoretisch noch nach Grad was irgendwie machen. Was ist dieser kleines Depot oder so? Oder wir machen das dann da hinten. Da hinten ist vermutlich ein bisschen schlauer, aber dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz, wenn wir hier so ein Art Depot hin basteln. Dann hier mit so einem Stern irgendwie rausfahren. Ja, ich glaube, das mache ich. Dann fahren wir hier mal mit zwei Gleisen rein. Irgendwie. Gleisbau. Einmal du. Falsche Richtung. Soll ich die Weiche gleich hier schon machen?
vermutlich gar nicht mal so blöd. War ich hier links? Okay. Und jetzt hier die Kurve. Probier's jetzt gerade schon mal mit 100, um zu sehen, wo ich damit landen werde. Das, glaube ich, war schon mal gar nicht so eine falsche Entscheidung. Jetzt können wir erstmal mit 110 hier fahren. Blöd, Minimap. 110, das ist, glaube ich, jetzt viel zu viel. Was sind das hier, das da hinten? Da, glaube ich, können wir erstmal ein Stück gerade ausfahren. So. Von hier erstmal so entlang. Ich weiß gar nicht mehr in Erinnerung, dass es hier nach unten geht. Ich dachte, das wäre alles eine Ebene. Jetzt zwar kein Weltuntergang, aber jetzt müssen wir kurz schauen. Ich habe jetzt gerade voll keine Orientierung. Ich glaube, ich werde hier mal ein bisschen cheaten. Im Sinne von, ich werde mir das Gleis entsprechend richtig hier schon mal legen. Bist du parallel? Ne. Bist du wieder so ein Pseudo-Winkel hier drin? Ah, was jetzt erwischt, sind es 90? Nee, das sieht falsch aus. Ich glaube, es sind 90. Schauen wir nochmal da vorne mit dem Steg. Ja, ich glaube, es sind 90. Okay, dann hier einmal ausrichten. Ich würde sagen, so. Passt es? Ja, wobei, jetzt wenn man hier den Abstand so anschaut, sind keine 90 vom Grad her. Ist 91. Mal probieren. Nee. Ich glaube, das ist hier nicht sauber ausgerichtet. Ist doch 90. Also zumindest ist 90 besser, sagen wir es mal so. Wäre jetzt total doof. Naja, lassen wir es erstmal bei 90. Ich will jetzt damit erstmal geradeaus fahren. Okay. Und unser anderes Gleis. Was ist denn? Ach, da hinten. Jetzt nur mal kurz gucken. Okay, wir kommen dann hier raus. Probieren wir es mal. Die Kurve. 10er Radius. Also 10er Sprünge, so besser gesagt, nicht Radius. Oh. Bin ich da schon zu weit gerade ausgefahren?
Wobei... 10. 10 geht sich gerade aus. Dass wir hier sauber reinkommen. Oh, nice. Dann haben wir hier eine schöne große Grube, dann können die großen Loks hier runter. Theoretisch. Okay. Abreißen. Jetzt hat mich die ganze Referenz verloren. Ich sollte nicht so große Stücke bauen. Minus 110. Merken wir das mal ganz kurz. So, hier bleiben wir noch ein Stück gerade. Ich glaube, ich hätte hier gerne ein zweites Gleis. 1 mal drehen bitte. Dankeschön. Cool. Hä? Jetzt habe ich den da schon so in der... Warum eigentlich auch nicht? Dann ist der da schon in der Kurve drin. Schauen wir mal, wie das aussehen wird. Bitte Gleis, das da. Nee, das passt so gar nicht. Okay, nö. Weiche, du musst leider anders. Weiche rechts. So, wenn man das hier noch gerade ist. Und jetzt da irgendwie zusammenkommen. Kriegen wir von der Seite gar nicht so wirklich hin. Ich dachte, das hat gut ausgeschaut. Mal testen. 110. Okay. Wir müssen ganz klein wenig weiter hinten anfangen. 110. Das heißt, jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir haben jetzt hier ungefähr geendet. Gerade ein Marker, wie weit das Original gewesen ist, quasi. Fahren wir mit dem nochmal gerade weiter. So, da ist der Marker, das heißt, die Kurve machen wir ungefähr ab hier. Es müsste reichen, dass wir da vorne schön sauber reinkommen. Also minus 110. Dann schauen wir mal. Oh, das passt jetzt gar nicht. Was habe ich jetzt anders gemacht? 120. Jetzt in Einzelschritten weiter. Beinahe. Ich glaube, da machen wir jetzt Auto-Connect. Bitte Bug und Scheiß. Okay. Also hier ist es alles gleichbleibend.
Ja, ich würde sagen, das kann man so lassen. Guck mal, die Bäume ganz kurz weg. Ja, machen wir es gleich überall hier. Dann ist es gemacht. Okay, dann schauen wir es mal. Okay. Jetzt stecken bleiben hier. Ah, da habe ich noch eine übersehen. Ja, ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall so gelten lassen. Es war jetzt ein bisschen eine schwierige Geburt. Aber ich denke, das passt so. Ich mach grad hier die ganze Strecke noch frei machen. So, drei. Und hier noch den letzten. Cool. Also Hauptstrecke. Da war es natürlich auch gut, wenn die da alle wegkommen. So, so viel dürfte es jetzt gar nicht mehr sein, weil ein Teil habe ich ja schon aufgeräumt gehabt. Ah, da hinten noch. Ja, du vielleicht noch. Okay. Das wäre mal Teil 1. Was mache ich als nächstes? Mache ich als nächstes den Bereich? Oder Gleis Nummer 2? Ich glaube, das mache ich zum Schluss. Wir machen hier mal Gleis Nummer 2. Dann machen wir den gleichen Trick wie vorher. Ah, das wird eh nur speziell, nachdem das ja hier so versetzt ist. So dämlich, wie sie das da gemacht haben. Aber egal, gibt Schlimmeres. So, 91 glaube ich war es, oder? So, würde man sagen, also ab hier. Möchtest du... Na toll, jetzt wegen der Minimap sehe ich jetzt den Radius nicht. Ah, jetzt. Moment mal, nee, was, hä? Was mache ich da? Ah, das muss natürlich 0 bleiben. Passt das erstmal? Ja, okay. Gut, einmal geradeaus bitte. Diesmal in Stücken. Sehr gut. Ja, ich denke, das reicht jetzt erstmal. Dann habe ich jetzt hier die Referenz, wo es lang geht. Ich glaube, da konnte ich eine echt große Kurve ziehen hier. Okay. Wir fangen jetzt mal wieder mit, ich würde sagen, mit 100. Und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen mit 100. Ich
Ich glaube, das ist viel zu viel. Dann fahren wir da vielleicht ein Stück erstmal gerade. Achso, ne, kann ich ja gar nicht. Weil ich ja hier schon eine Kurve mache. Ja, dann sagen wir halt mal 150. Aber mit 150 hinkommen. Ich glaube, das ist viel zu groß. Ja, ich glaube, das wird nichts. Allein schon, wenn man die Mini-Karte da schon mal anschaue. Naja, andererseits. Vielleicht doch. Ja, nee. Jetzt da weiter vor. Und Gleis bitte. Nee. 150. Wir könnten es mal mit 130 machen. Was ich, dass man so mal 100. Jetzt da die Kurve, dann machen wir hier mal ein kleines Stück gerade. Andererseits, lass gleich mal 130 machen. Nice, so 130. To be safe. 120. Schauen wir mal. Das sieht schon besser aus. Das könnte ja auch schon zu viel des Guten sein. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Das heißt, wir können hier mal geradeaus fahren. 120 geradeaus. Das könnte man eigentlich nutzen für eine Weiche. Weiche links. Oder? Ja, ist die richtige. Kein Plan, was ich mit dem zweiten Gleis hier noch machen werde, aber Hauptsache man hat die Option dafür. So. 120. Ganz knapp. Yes! 158. Okay, das heißt, wir machen so die Kurve da. Das kommt weg. Aber danke, dass du eine Referenz gewesen bist. Und jetzt den Anschluss da vorne. Okay, das müsste eigentlich sauber über AutoConnect gehen. Oh, schaut euch das an! Das ist beinahe perfekt. Nice. Cool. Das sieht wirklich gut aus. Also ich muss schon sagen, die Strecke ist wesentlich schöner als für die allererste, was ich gebaut habe. Oder das hier noch weg. Oh, einfach so schöne Kurven hier. Ist schon ein bisschen sexy. Alles klar. Gut, dann haben wir das. Das heißt, im nächsten Part
Im nächsten Part heißt es dann, dass wir hier hinten noch weiterbauen, den Anschluss für da unten machen und hinten da diese Umsatzstelle irgendwie ausbauen noch. Und hier hinten vielleicht dann das Depot rein. Ja, ich glaube, das machen wir da hinten rein. Das wird aber nicht mehr in dieser Episode passieren, sondern in der nächsten. Ja, wahnsinnig viel habe ich jetzt nicht gebaut. Aber ich versuche es halt ordentlich zu bauen und dann braucht es halt ein bisschen Zeit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode und dann können wir dann hoffentlich irgendwann mal hier runterfahren. Wobei, wo ist Extended? Wenn das hier unten fertig ist, will ich eigentlich, bevor ich hier wieder weiterbaue, das da oben neu bauen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das in Echtzeit mache, dass ihr das seht, oder ob ich da ein Timelapse mache, weil ich das, glaube ich, mit einem ziemlich langen Bauabschnitt hier oben bin, dass ich das hier da neu mache. Also vor allem die Brücke da. Aber das hier unten fällt mir schon mal ganz gut. Ja, dieser kleine Knick hier drin. Muss mal schauen, vielleicht mache ich den Autoconnect von da nach da oben. Dann ist es ein bisschen schöner. Finde ich jetzt gerade ein bisschen uncool, dass wir hier den kleinen Knick hier drin haben. Aber ansonsten, das sieht sauber aus. Da müssen wir uns jetzt noch überlegen, wie wir da schön zusammenkommen wieder. Ja, ich bin erstmal zufrieden. Also, bis denn dann. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.